So, hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt ist es Punkt 10 Uhr. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen und allerersten Partnerwebinar in diesem Jahr 2021, gemeinsam mit Infunica. Titel ist ja der moderne Mitarbeiterlebenszyklus in einer digitalen Welt von E-Recruiting bis E-Learning. Und man sieht es auch schon im Bildschirm, unsere beiden Speaker des heutigen Tages haben sich auch schon mit eingeschaltet. Vielleicht nutze ich das gleich, um die beiden vorzustellen und zu begrüßen. Das ist einerseits der Martin Pitzel von Infunica, Sales Manager und langjähriger Vertriebsexperte. Hallo Martin, schön, dass du da bist und uns heute vor allem über den Bereich E-Learning erzählen wirst. Und hi auch an Dani, also unser Co-Founder und Geschäftsführer von Hockeyfy, der mit uns dann die ganzen Ansprachemöglichkeiten im E-Recruiting, Entschuldigung, durchgehen wird. Hallo an euch beide. Vielleicht machen wir kurz vorab einen Soundcheck, also an Sie draußen vor allem, ob Sie mich gut verstehen können und hören können. Und im Anschluss dann natürlich auch unsere beiden Speaker, ob das funktioniert. Ansonsten im Chat eine Nachricht dalassen, dann können wir das jederzeit bearbeiten. Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Karin Brust, B2B-Marketing, Projekt- und Partnership-Manager bei Hockeyfy. Und ja, ich gebe Ihnen heute einfach ein kleines Intro. Das war jetzt die Vorstellrunde unserer beiden Speaker und was Sie eben erwarten wird. Also wir schauen uns vor allem die Ansprachemöglichkeiten im digitalen Zeitalter an, was es im E-Recruiting gibt, die Bewerbungsmöglichkeiten von Kandidaten und natürlich auch so Strategien, Prozesse, die dahinter stecken und welche Herausforderungen es in der Ansprache gibt. Und gehen dann weiter Richtung Personalentwicklung und eben zu diesem modernen Mitarbeiterlebenszyklus. Und schauen uns da ganz genau an, welche E-Learning-Möglichkeiten es gibt und wie sich diese umsetzen lassen. Genau, und am Schluss der beiden Sessions unserer Speaker gibt es eine kleine Q&A-Runde. Also Sie können das gern schon vorab nutzen und Ihre Fragen unten im Chat platzieren oder privat an die beiden schreiben. Die nehmen sich dann drum an und hoffentlich reicht die Viertelstunde und die 15 Minuten, dass Sie da alles beantworten können. Sonst schicken wir es Ihnen gerne im Nachgang. Genau, das war es auch von meiner Stelle und ich übergebe dann als allererstes an den Dani und wünsche Ihnen ja, eine schöne Stunde. Genießen Sie es mit einem Kaffee oder Tee und viel Spaß. Danke, Karin. Ja. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich werde nur gleich meinen Bildschirm teilen. So. Passt. So, sieht man meinen Bildschirm gut? Vielleicht, Martin, sagst du mir nur Bescheid. Perfekt. Super. Spitze. Ja, dann herzlich willkommen zur ersten Session. Und zwar werde ich mir jetzt dem Teil annehmen, E-Recruiting, nämlich wie schafft man es, Kandidaten heutzutage in der digitalen Welt gut anzusprechen, und habe dafür meine ja mittlerweile doch auch schon 6-jährige Erfahrung in dem Bereich, sehr intensive Erfahrung in einem Startup, zusammengefasst, eigentlich in 7 konkrete Schritte, wie man erfolgreich Kandidaten digital anspricht und zu Bewerbern generieren kann. Und vorab für alle, die Hockeyfy vielleicht nicht kennen, nur ein Wort zu mir und zu Hockeyfy selbst. Also mein Name ist eben Daniel Leiminger, bin einer der 3 Gründer und Geschäftsführer bei Hockeyfy. Hockeyfy ist die mobile Jobplattform. Wir haben Hockeyfy 2015 aus dem Grund gegründet, weil es uns selbst geärgert hat, dass man am Smartphone sich einfach nicht bewerben hat können, dass da einfach die Conversion so schlecht war oder die User Experience so schlecht war. Ja, mittlerweile hat sich viel getan. Wir haben im letzten Jahr 2020 knapp 4 Millionen Nutzer auf unserer Plattform in Österreich und in Deutschland gehabt, über 35.000 Arbeitgeber, die bei uns Jobs veröffentlichen. Und ja, also wir helfen Unternehmen dabei, mit Mobile, Social Media Recruiting so schnell und einfach wie möglich Kandidaten zu gewinnen. Und wenn es dazu natürlich Fragen gibt, jederzeit auch bei mir melden. Dann starten wir direkt rein. 7 Steps für die erfolgreiche digitale Ansprache von Kandidaten. Was ist der erste Step? Erster Step ist die Zielsetzung. Also ich muss mir mal ganz klar sein, was will ich überhaupt erreichen mit meiner digitalen Ansprache? Und ganz grob können wir da unterscheiden zwischen Branding, also Employer Branding, und wir nennen es Performance Recruiting. Was ist der Unterschied?
Employer Branding heißt, also da wir offizielle Definition genommen, umfasst die Positionierung und Kommunikation eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber. Also es geht eigentlich ein gutes Image zu schaffen, die wichtigsten KPIs, erreiche ich viele Leute mit meiner Botschaft, schaffe ich da Engagement mit meiner Marke. Also das sind so Dinge, auf die man schaut, also Likes, Kommentare, Shares etc. Überhaupt die Kommunikation meiner Marke richtig ja, weitläufig zu verbreiten. Das andere ist eigentlich messbar Bewerbungen generieren. Also für meine offenen Positionen zu schauen, dass ich konkret und transparent messbar Bewerbungen generiere. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich zu Beginn bewusst ist, was will ich überhaupt mit meiner Ansprache erreichen. Natürlich ist beides wichtig. Also man kann jetzt nicht sagen, man muss sich nur auf das eine fokussieren oder nur auf das andere. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, in einer jeweiligen Phase zu wissen, macht es gerade mehr Sinn, darauf den Fokus zu legen, eher den Fokus oder auf das andere. Und mein Tipp dafür wäre, immer eigentlich mal mit Performance Recruiting zu starten. Wieso? Weil erst wenn man die Performance Channels bis ins letzte Detail optimiert hat, erst dann kann man eigentlich für sich selbst Benchmarks definieren, um zu wissen, ob zusätzliches Employer Branding was bringt. Simples Beispiel. Ich habe jetzt einen Performance Channel, das ist ein Job Ad über Instagram zum Beispiel. Und ich möchte wissen, ob das eine gute Benchmark hat. Also kriege ich da genügend Klicks, kriege ich genügend Bewerbungen aus dem Ganzen raus. Jetzt wird natürlich eine richtig große Employer Brand oder Consumer Brand, Red Bull, wahrscheinlich immer viel mehr Klicks generieren, immer viel mehr Bewerbungen mit so einer Instagram-Story-Ad wie ein Durchschnittsunternehmen. Und bevor ich aber meine eigene Benchmark nicht kenne, kann ich nicht wissen, ob es notwendig ist, jetzt dann irgendwann auch in Employer-Branding zu investieren, um das Ganze zu hebeln. Also wenn, sage ich, der Performance-Kanal ausgeschöpft ist, wenn ich einfach keine Möglichkeit habe mehr für Optimierung, dann muss ich spätestens, natürlich sollte ich es vorher schon machen, aber spätestens dann muss ich in Employer Branding investieren, um einfach die Klickraten zu erhöhen, um die Bewerbungsraten zu erhöhen. Weil wenn ich, sage ich mal, 1000 Leute erreiche, kann ich durch technische Optimierungen etc. nur eine gewisse Conversion schaffen. Wenn ich natürlich aber dann auch meine Brand bekannter wird, werden automatisch die Klickraten und Conversionraten werden. Wenn ich mal definiert habe, was will ich überhaupt mit meiner digitalen Ansprache, ist der nächste Step, wem will ich überhaupt ansprechen? Und das ist was mir auffällt, wo Unternehmen in vielen Fällen nur mehr Zeit investieren könnten aus meiner Sicht. Ich weiß, es ist oft nicht einfach, weil man hat so verschiedene Candidate-Personas innerhalb eines Unternehmens oft schon. Aber nur dann, wenn man die Zielgruppe echt gut versteht, kann man nachher die richtigen Kanäle auswählen, kann man nachher die richtigen Botschaften über diese Kanäle kommunizieren. Und darum ist diese Vorarbeit so, so wichtig. Also was sind da Möglichkeiten? Wir empfehlen, dass man echt Interviews führt mit der Zielgruppe, also mit möglichen Bewerbern, die man für gut empfindet oder mit eigenen Mitarbeitern, die man schon hat und die einen super Job machen. Auf welchen Kanälen halten Sie die auf? Was ist denen wirklich wichtig? Also was ist der Hauptgrund, warum die bei der Firma arbeiten, warum die den Job machen. Und nur wenn man diese Benefits richtig gut rausarbeitet und rauskitzelt, dann kann man eigentlich nachher die Messages entwickeln, die Botschaften entwickeln, die man dann in der gesamten nachherigen Kommunikation verwendet. Was man da auch schon mitdenken sollte, wenn man die Candidate-Persona entwickelt, ist so die Markteinschätzung. Wie viele Kandidaten gibt es überhaupt, die verfügbar sind? Also erstens mal in einer gewissen Region, in einem gewissen Fachbereich. Und sind die alle vergeben? Also sind die alle in Jobs? Oder gibt es da genügend Arbeitssuchende auch, die aktiv auf der Suche sind? Weil das natürlich auch Grundlage nachher ist, für welche Kanäle machen Sinn? Muss ich Kanäle verwenden, da wo ich auch passive Kandidaten erreiche? Oder reichen vielleicht Kanäle aus, wo ich nur aktiv suchende Kandidaten anspreche? Und dass man das auch hier schon mitdenkt bei der Candidate-Persona. Wir versenden eh nachher die Präsentation, da kann man sich da vielleicht ein bisschen anhalten mit den Fragen, um die eigenen Candidate-Personas zu entwickeln. Das nächste ist, aus diesen
aus diesen Candidate-Personas heraus ergeben sie relativ natürlich dann schon gewisse Channels, die für diese Zielgruppe am meisten Sinn machen. Wir haben schon unterschieden zwischen aktiv-passiv suchen, da komme ich dann gleich nochmal dazu. Und das andere ist natürlich, es gibt Channels, die eignen sich mehr, um eben Performance zu bekommen, also messbar Bewerbungen zu generieren. Und es gibt Kanäle, die eignen sich mehr dazu, wirklich das Unternehmen zu kommunizieren, also Engagement zu erzeugen, eine Botschaft zu transportieren. Also das simpleste Beispiel wäre Performance, Google for Jobs. Man ist irgendwo in einer Liste mit einem Jobtitel, kriege ich zwar viel Bewerbung, es wird jetzt nicht unmittelbar so viel zur Employer Brand beitragen, versus ich habe ein richtig cooles YouTube-Video, was eine authentische Story mit meinen Werten erzählt. Also so dieser Unterschied, natürlich wird auch das YouTube-Video hoffentlich ein paar Bewerbungen bringen und natürlich wird auch das Google for Jobs, wenn da der Firmenname steht, ein Employer Branding bringen, aber es gibt einfach Channels, die sind eher für das eine geeignet und Channels, die sind eher für das andere geeignet. Und darum ist auch der Step 1 so wichtig, sich vorher klar zu werden, was will ich denn jetzt mit meiner Kampagne oder worauf habe ich gerade den Fokus in meiner digitalen Ansprache. Wenn wir die Performance-Channels kurz uns ansehen, was sind da die wichtigsten? Natürlich Jobbörsen, Jobaggregatoren, die einfach messbar Bewerbungen liefern können. Selber auf Google präsent zu sein, um aktive Kandidaten anzusprechen durch gute Google-Suchmaschinenoptimierung, durch Google-Werbung, die man direkt schalten kann. Oder natürlich auch Social Media, um passive Kandidaten anzusprechen. Bei den Branding-Channels ganz klassisch YouTube, dann alle Arten von Social-Media-Content-Marketing, also wo jetzt dann nicht Jobs auf Social-Media verbreitet werden, sondern eben auch Videos auf Social-Media geteilt werden, Hintergrundwissen über die Firmen etc. Das eignet sich super für Branding. Und wenn wir da einen kurzen Exkurs machen für die Performance-Channels, also wenn ich messbar Bewerbungen generieren will, dann ist der wichtigste Einstiegskanal, um Aktivkandidaten zu erreichen, natürlich immer noch Google. Und die Frage ist nur, wie bin ich als Unternehmen jetzt gut auf Google präsent? Gibt es natürlich die Möglichkeit, selbst als Unternehmen auf Google präsent zu sein, durch eben Google-Optimierung oder bezahlte Werbung. Nur in den meisten Fällen ist es sehr, sehr schwierig, damit erfolgreich zu sein als einzelnes Unternehmen. Wieso? Weil Google natürlich Suchergebnisse belohnt, die eine große Auswahl für den User bieten. Als einzelnes Unternehmen, da muss man schon sehr, sehr viele Jobs haben und selbst dann, per Definition, habe ich nie so eine gute Auswahl für den User, als wie das ein Jobportal oder ein Jobaggregator hat auf Google. Und dementsprechend werden Jobportale es dort immer einfacher und günstiger haben, Traffic und User zu generieren, als wir als einzelnes Unternehmen. Und vor allem muss man tendenziell sagen, ist der Jobbereich neben dem Immobilienbereich einer der Google-optimiertesten Bereiche wahrscheinlich und dem E-Commerce überhaupt, den es gibt. Und dementsprechend fließt da sehr, sehr viel Expertise von den Jobbörsen, von Jobaggregatoren rein. Wie kann ich da effizient mit einem guten Kosten-Nutzen-Verhältnis Nutzer über Google erreichen? Und darum aus meiner Sicht, Google-Marketing selbst zu betreiben als Unternehmen nur dann sinnvoll, wenn man sehr, sehr viele Jobs hat und eine sehr, sehr klare Zielgruppe, vielleicht sogar Nischenzielgruppen, da wo es Sinn machen kann, auf diese Keywords zu bieten. Ansonsten, was schon Sinn macht als Unternehmen, ist natürlich Google for Jobs, was es in Deutschland ja mittlerweile gibt, wo man dann direkt in einem kleinen Widget, das wäre jetzt hier dann so unter diesen Anzeigen, ein kleines Insert, wo man dann mit den Anzeigen direkt auch gelistet sein kann. Am meisten Sinn aber, um aktive Kandidaten zu erreichen, aus meiner Sicht immer noch definitiv Jobbörsen, die ja sich darauf spezialisiert haben, eine gewisse Zielgruppe einfach gut abzugreifen. Wenn wir jetzt von den Aktiven weggehen, wo erreiche ich, also wenn ich in der Candidate-Personenanalyse gemerkt habe, gut, es gibt in meinem Gebiet einfach nicht genügend Kandidaten, die aktiv auf Jobsuche sind, was mache ich dann? Also ganz krasses Gegenbeispiel, ich suche Raketenforscher und ich weiß, in Europa gibt es nur 5 Raketenforscher, die den Job machen können. Da macht es natürlich keinen Sinn, irgendwie über Google und Jobbörsen zu gehen,
Da macht es auch keinen Sinn, auf Social Media groß in die Breite zu schießen, um diese Raketenforscher zu erreichen, sondern da muss ich eh wirklich sozusagen in den Sales-Bereich gehen und aktiv diese 5 ansprechen, also Direct Search betreiben. Was ist aber, und das ist eine große Zwischenzielgruppe für Jobs, da gibt es zwar zu wenig aktive Suchende, aber es ist auch nicht der Fall, dass ich die jetzt so gezielt herauspicken kann. Beispiel im nicht-akademischen Segment, gewerbliche Fachkraft, also Kfz-Techniker zum Beispiel, zwischen sehr, sehr schwierig zu finden und gibt es in vielen Regionen einfach nicht genügend aktiv Suchende. Es wird aber, ich werde auch nicht im Direct Search über LinkedIn oder Xing erfolgreich werden und da bieten sie dann beispielsweise Performance-Kampagnen über Facebook oder über Instagram an, um dort auch Kandidaten zu erreichen, wo sie sowieso den ganzen Tag sind und auch so auf ein Angebot, auf meine Stellenanzeige aufmerksam zu machen. Dann eins habe ich mir nicht verkneifen können, nämlich auch eine Branding-Idee mitzubringen. Also grundsätzlich sage ich, bieten Sie neue Kanäle immer super an, um Employer Branding zu betreiben. Warum? Weil man oft sehr günstig große Reichweiten generiert. Man präsentiert das eigene Unternehmen als innovativ, wenn man auf neue Kanäle setzt. Und jetzt die letzten Wochen ist ja der große Clubhouse-Hype, also eine App, wo man eigentlich in Audio-Rooms zusammen diskutiert. Und da wäre eine Idee von mir, wie man gut Employer Branding betreiben kann, wenn man für seine Candidate-Persona, also wenn man jetzt sagt, man sucht IT-Experten oder vielleicht eben Sales-Experten, dass man für diese Topics Rooms hostet, um einfach und dort den eigenen CEO oder die eigenen Manager auch in diese Rooms einladet und die indirekt natürlich dann auch das Unternehmen positionieren, wenn sie mit ihrer Expertise in diesen Rooms auftrumpfen können. Und so kann das beispielsweise eine Branding-Idee sein. Das aber gilt natürlich genauso für TikTok oder auch teilweise für Snapchat, wo man immer nur organisch mit coolen Stories, und das ist halt bei Branding immer das Wichtigste. Und das hat mir mal unser Brand-Agentur Eigentümer so erklärt, gesagt, man muss einfach Geschichten schaffen, die es wert sind, weitererzählt zu werden. Und genau das ist das, was man auch beim Employer Branding betreiben muss. Ja, der nächste Step ist, wie entwickle ich jetzt für diese Channels die richtigen Botschaften, die richtigen Messages, die richtigen Landingpages. Und für Performance ist es ganz wichtig, dass ich hier einfach diese Benefits, die ich vorher in der Candidate-Person identifiziert habe, jetzt auch wirklich passend, zielgenau kommuniziere. Also wenn das Gehalt der Zielgruppe sehr wichtig ist, dass das stark positioniert ist, dass die Bilderwelt dazu passt, dass auch die Keywords enthalten sind, nach denen die Leute für diesen Begriff suchen würden, dass es einen klaren Call to Action am Ende gibt, also jetzt bewerben, jetzt Kontakt aufnehmen etc., dass der User auch weiß, was er machen muss. Beim Branding sind es eben diese Geschichten, die erzählt werden müssen, und da habe ich ein Beispiel kurz mitgebracht noch von Heineken. Es hat mir selber, ich glaube, das war Ende von meinem Studium damals, hat mich extrem beeindruckt, weil der Fit zwischen der Candidate-Persona und diesem Video so groß war. Ihr Ziel, Candidate-Persona, waren Leute direkt nach dem Studium, die Welt sehen wollen, die viel lernen wollen, die viel sehen wollen, und die haben da diese Kampagne gemacht. We ask, got a minute? You think, wait a minute? You say, I know you. We think, but do you? We say, come along. You ask, but where to? We say, you think about it. You think? You say yes. We guessed you'd say yes. You ask where to start. We say, follow your heart. You think we're one brand. We say we are more. You ask, how much more? We say, so much more. More than 250 brands, more than 70 countries. You ask, will you mold me? We say, we will stretch you. You think you can be more? We say, you can be more! You ask, how much more? There is so much more in store. Learn a craft, learn a trade. There's a journey to be made. Choose a path or go off it. It's up to you. You thought, you asked, now we say, do. You think, do I have what it takes? We know you have what it takes. You ask, where will we go? We say,
We don't know. You show us. Ja, also das der Ausschnitt, und das war einfach so beeindruckend, weil das ist richtig bei uns im ganzen Freundeskreis, ist das weitererzählt worden, ist dann auch eine Bekannte, hat das Programm auch gemacht, und was dann so authentisch macht, ist, wenn man dann auf Instagram die Stories sieht, wo sie halt wirklich die Welt bereist und genau eigentlich was der Ursprung in dieser Botschaft kommuniziert, auch tatsächlich eintritt dann, und ich glaube, das macht dann ein gutes Employer Branding einfach aus. We ask. Ja, nachdem ich schon etwas knapp in der Zeit bin, der Step 5, natürlich, wenn ich jetzt die richtigen Visuals, die richtigen Landingpages kreiert habe, geht es darum, die Channels auch aufzusetzen. Da ist das Wichtige, dass ich mir das technische Know-how auch reinhole, nämlich wie schaffe ich es, das Tracking aufzusetzen, wie schaffe ich, dass ich möglichst hohe Automatisierung reinbekomme, dass die Stellen, wenn das viele sind, über Schnittstellen an die verschiedenen Werbepartner kommuniziert werden. Und eine der größten Challenges ist immer nach wie vor das Targeting für den jeweiligen Channel, weil es bringt mir alles vorher nichts. Die ganzen 4 Steps kann ich perfekt gemacht haben. Wenn ich jetzt meine Visuals, meine Landingpages den falschen Leuten anzeige, dann war das alles sozusagen umsonst. Für Aktivsuchende ist das Targeting noch nicht so schwierig, weil das viel über die Keywords funktioniert bei Google und man da genau die Leute anspricht, die ja nach einem gewissen Job suchen. Die wirklich große Challenge ist das Targeting für passive Kandidaten. Also wie schaffe ich es jetzt auf Facebook, die Kfz-Mechaniker zu erreichen? Wie schaffe ich es, die passenden Influencer auszuwählen für YouTube oder für Instagram, um meine Candidate-Persona anzusprechen? Da bedarf es viel Know-how und da muss man definitiv investieren. Und da kann man natürlich auch kurze Hockey-Werbung nicht verkneifen. Also das ist auch eines der Themen, denen wir sehr stark beschäftigen, wie ich da über Social Media die richtigen Kandidaten erreiche. Und nächster Step, jetzt habe ich die Leute, ich habe die perfekten Leute angesprochen, ich erreiche die jetzt über meine verschiedenen Kanäle. Und dann muss ich mir natürlich nur überlegen, wie kriege ich die jetzt tatsächlich zu einer Conversion? Also wie kriege ich die jetzt zu mir, wenn ich einen Performance-Kanal habe, zu einer Bewerbung? Und auch bei Branding kann man wirklich Conversion mitdenken. Da geht es nicht immer nur darum, viele Leute zu erreichen, sondern vielleicht schafft man ja sowas wie ein Talent-Pool-Sign-Up oder ein Newsletter-Sign-Up oder man schafft es, die eigene LinkedIn-Page mehr Follower zu generieren, und das hilft mir wieder zukünftig. Also auch da kann man sich Ziele setzen im Employer-Branding mit gewissen KPIs und auch kleinen Mikro-Conversions sozusagen. Beim Performance-Channel, was ist hier das Wichtigste? Auch wieder Unterscheidung, aktive, passive Kandidaten. Wenn ich jetzt über Insta-Story den Kfz-Mechaniker erreiche, der eigentlich in einem Jobverhältnis ist, wenn der dann so ein Formular wie hier auf der linken Seite bekommt am Smartphone, wo er PDF-Dokumente verpflichtend hochladen muss, dann werde ich definitiv keine Conversion zusammenbringen. Also einfach das wirklich auch mitdenken, über welchen Kanal spreche ich die Leute an und wie viel Daten und welche Daten kann ich dann von denen tatsächlich verlangen, um zu einer Conversion zu kommen. Und da ist natürlich auch das Thema Trade-off, haben wir letzte Woche ein Webinar gehabt zum Thema Trade-off Quantität versus Qualität. Ich will ja den Prozess nicht zu einfach machen, dass ich zu viele Bewerber bekomme, aber bei vielen schwierigen Positionen geht es eher darum, dass ich gar keine oder einfach überhaupt nicht zur richtigen Zielgruppe die Bewerbungen bekomme. Und wenn ich passive Kandidaten anspreche, dann geht es tendenziell schon nur immer darum, die Barriere runterzusetzen und einfach zu schauen, dass da der Prozess, der Checkout-Prozess, würde man im E-Commerce sagen, so smooth wie möglich ist. Und der letzte Step und auch einer der absolut essentiellsten, keine Kampagne und keine digitale Ansprache, Strategie ist von Anfang an perfekt, sondern es geht darum, Sachen auszuprobieren und dann aber diese effizient zu messen und daraufhin gehend wieder die Dinge zu optimieren, um wieder neue Maßnahmen testen zu können. Also so die wichtigsten KPIs sind wir eh schon durchgegangen, eigentlich jetzt im Laufe des Prozesses. Und was schaut man sich dann an? Also für welchen Kanal kriege ich für welche Stelle die günstigsten Bewerber? Wo im Prozess springen die meisten Leute ab? Oder
wie viele Leute kann ich über einen gewissen Kanal erreichen versus einen anderen Kanal, wenn ich Employer Branding betreiben will. Und genau das sind eigentlich die Analysen, die ich tagtäglich eigentlich fahren muss, um meine digitale Ansprachestrategie immer weiter zu verbessern. Was hat Hockify damit zu tun? Hockify hat damit zu tun, dass wir Experte für diesen Performance-Ansatz sind, um wirklich messbar Bewerbungen für verschiedene Zielgruppen zu generieren, über Smartphone, über Social Media, natürlich auch über Google und über vor allem über unsere eigene Plattform mit mittlerweile 750.000 Nutzern pro Monat. Und jetzt würde ich gerne übergeben, ich hoffe, der Martin verzeiht mir, dass ich ein paar Minuten überzogen habe, an den Martin, und das ist auch unsere Schnittstelle. In dem Moment, wo ein Kandidat sich bei Hockify bewirbt, dann übergeben wir dann in vielen Fällen bei großen Unternehmen direkt über eine Schnittstelle in das Bewerbermanagementsystem. Und da gibt es auch eine bestehende Schnittstelle zu Infonica natürlich. Und der Martin wird jetzt da starten, sozusagen Bewerbermanagementsystem, aber dann noch weitergehen in Richtung, was passiert eigentlich, wenn der Kandidat beim Unternehmen ist? Wie kann ich denn noch weiterbilden mit E-Learning etc.? Martin, floor is yours. Vielen Dank. Ich werde jetzt meinen Bildschirm sharen. Kurzen Moment. Ich hoffe, die meisten von Ihnen sehen jetzt schon ein Infonica-Logo. Daniel, du vielleicht gibst mir kurz Feedback, dass wir ein Bild haben. Ja, jetzt ist hier. Sehr gut. Ich hoffe, die meisten von Ihnen sehen jetzt die lachenden Menschen auf Fahrrädern. Das ist so ein Stück weit unser Thema. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Martin Pitzl. Ich wurde schon vorgestellt. Ich bin sozusagen das Gegenteil eines Startups. Ich habe 2001 begonnen, Softwarelösungen für Personalwesen zu verkaufen, also seit mittlerweile mehr als 20 Jahren knapp. Das Spannende für mich in diesem Umfeld ist, dass ich sehr häufig der Erste bin, der mit Lösungswünschen und Anregungen und Anforderungen konfrontiert wird. Das ist ein richtig spannendes Umfeld. Das macht auch richtig, richtig Spaß. Darum bin ich auch geblieben. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Spannend, warum oder Spaß macht es aus einem Grund, dass einfach der Nutzen von dem Einsatz einer HR-Software sehr häufig unterschätzt wird, aber auch weniger oder auch mindestens so häufig überschätzt wird. Und das ist ein sehr spannendes Umfeld, dazu ein bisschen später mehr. Erlauben Sie mir eine Folie zu Infonica, das gehört einfach dazu. Wir beschäftigen uns seit 32 Jahren mit Software im Personalwesen. Wir betreiben in der Dachregion 12 Standorte, um einfach eine Betreuung sicherzustellen in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Wir beschäftigen 250 Mitarbeiter, die Sie dabei unterstützen, Ihre personalwirtschaftlichen Prozesse richtig zu parametrieren. Und wir betreuen aktuell 3.500 Kunden. Und unser klarer Fokus liegt bei dem Thema Personalwesen, die damit einhergehenden Services und so weiter. Wir stellen auch Software in der Cloud bereit. Wie es sich für einen Softwarehersteller gehört, haben wir versucht, den Mitarbeiterlebenszyklus im Unternehmen, das ist auch der Titel der heutigen Session, ein bisschen sozusagen in unsere Sprache zu übersetzen, sozusagen ein bisschen in Modulen zu denken. Heute möchte ich mit Ihnen ein bisschen beleuchten, wie schaut das aus mit Recruiting und Onboarding? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was bietet der Software? Das zweite Riesenthema ist, wie schafft man einen vernünftigen Arbeitsalltag und was kann Software dazu beitragen, dass dieser Arbeitsalltag so angenehm als möglich gestaltet wird? Ein sehr spannendes Thema. Beziehungsweise ein Thema, das auch schon angekündigt wurde, ist das Thema Aus- und Weiterbildung, Learning. Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich es hier sauber, was Dinge zu organisieren? Ich habe bewusst auf Bullet Points verzichtet. Erstmals danke auch an den Daniel für die Ausführungen, wenn es darum geht, wie erreiche ich Kandidaten. Der Erfolg von Hockify zeigt uns und zeigt Ihnen als Zuhörer, wie wichtig es ist,
Channels zu befüttern beziehungsweise die richtigen Kandidaten zu erreichen und diese auch anzusprechen. Wir Softwarehersteller beschäftigen uns sehr intensiv damit, was nachher passiert. Das heißt, der Daniel hat es auch angesprochen, dankenswerterweise, es gibt eine Schnittstelle und wir greifen mit unseren Tools, mit unserem Recruiting-Tool sozusagen den Prozess auf und versuchen da ein Stück weit Organisation reinzubringen. Was sind aus unserer Sicht die Erfolgsfaktoren? Das ist wichtig auch zu erwähnen, dass Software Sie dabei unterstützen kann, einfach Kommunikation zu beschleunigen und schneller zu sein als die anderen. Schneller zu sein heißt in dem Fall den Kandidaten schneller anzusprechen, wenn er sich bewirbt, schnell zu reagieren. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, und das sollte eine Führungskraft sein, entschuldigen alle die Damen, die zusehen und zuhören, dass ich einen Mann und keine Frau habe als Führungskraft. Das ist für mich beispielhaft eine Person, die sieht irgendwie aus wie eine Führungskraft. Was möchte ich damit sagen? Moderne Software-Tools, auch unser Tool, bietet die Möglichkeit, sehr früh in den Entscheidungsprozess, wenn es darum geht, wem lade ich ein, mit einzubinden. Das heißt, unsere Erfahrung ist, wenn Sie sehr früh die Führungskraft mit Informationen versorgen, die vielleicht auch die Kandidaten posten, kurz mal ein CV zustellen, um sich ein schnelles Okay zu holen, um die einzuladen, verkürzt das sehr häufig den Prozess und gibt ihnen die Chance, den Bewerber, die Bewerberin schneller anzusprechen und vielleicht der Erste zu sein, der reagiert. Und ein kurzes Okay ist da ganz wichtig. Was wir in unserer Software auch sehr stark versuchen zu etablieren, ist das Thema Self-Service. Das heißt, gerade im Recruiting-Prozess ist es uns wichtig, der Führungskraft auch digital was zuzustellen. Und da empfiehlt sich, und das hat die Erfahrung auch gezeigt, eine schnelle Zustellung eines CVs, die Bewerbeunterlagen schnell als zur Verfügung zu haben und dem Vorgesetzten die Möglichkeit zu geben, das auch sozusagen ad hoc einmal zu bewerten. Da empfehlen sich also Sterne oder Punkte, das kennen Sie sicherlich als Experten. Ja. Wichtig ist uns da, eben kurze Wege zu haben und im Idealfall finden Sie dann Kandidaten, die sich freuen, dass sie eingeladen werden. Sie haben jetzt drei glückliche Personen hoffentlich, die lachen und sich freuen, hey, ich habe mich beworben und ich habe eine Einladung bekommen. Da ist es dann wichtig, Ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben. Das ist unser Ziel als Softwarehersteller, ein Werkzeug Ihnen bereitzustellen, wo Sie die Chance haben, auch sauber Bewerbungsgespräche zu organisieren, auch die Kommunikation zu automatisieren ein Stück weit und auch die richtigen Fragen zu stellen und danach bei den weiteren Gesprächen zu wissen, was ist schon passiert. Ja. Wir organisieren auch Termine über unsere Software, versenden Einladungen und so weiter. Da ist es wichtig, für Sie im Prozess hier unterstützt zu werden. Sie sind jetzt hoffentlich eine glückliche Dame, die sich freut, einen Vertrag angeboten zu bekommen. Auch da sagen uns unsere Kunden, und wir haben sehr viele, die unser Tool für Bewerbermanagement einsetzen, man sollte eigentlich die guten Kandidaten, da sollte man keine Zeit verlieren und recht schnell Vertragsangebote zustellen. Das ist einer der wichtigen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Geschwindigkeit spielt gerade nachher eine sehr große Rolle, wenn es darum geht, die Verträge vorzulegen und die richtigen Mitarbeiter, die selektiert sind, auszuwählen und zu heiraten. Zurück zum Zyklus. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben den Mitarbeiter gefunden. Wir haben die richtige Person selektiert. Die Person wird unterschrieben. Jetzt geht es darum, wenn wir von Mitarbeiterlebenszyklus im Unternehmen reden, den nächsten Schritt zu gehen. Der nächste Schritt ist ganz klar das Thema Onboarding. Dazu gibt es viele unterstützende kleine Tools, die man nutzen kann. Wichtig ist auf jeden Fall für uns, und das zeigt einfach auch die Erfahrung, dass die Leute sich recht schnell wohlfühlen. Es gibt ganz viel Literatur und Studien dazu, wo es ganz klar hervorgeht, schaffen Sie es in den ersten 90 Tagen, den Mitarbeiter zu integrieren und so, dass er sich wohlfühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er länger bleibt, sehr groß. Was tragen wir als Softwarehersteller dazu bei? Wir verstehen Onboarding ein Stück weit als Prozess.
Ein Prozess bedeutet, wir erinnern Führungskräfte, wir erinnern HR daran, Dinge zu tun und Schritte zu gehen. Es geht auch ein Stück weit da schon um E-Learning, das heißt eine Unterweisung, wenn es um Datenschutz geht oder um andere Themen, die kann man sehr früh und sehr smart mit Software organisieren. Ein Patentrezept dafür, dass sich ein Mitarbeiter wohlfühlt, gibt es natürlich nicht. Und Software kann da auch nur ein bisschen unterstützen. Was wir aber sehr wohl können als Softwarehersteller, wir können ein gewisses Gefühl vermitteln. Ja. Wenn sich ein Mitarbeiter so fühlt wie diese Herren, die da sitzen, ich habe ganz tolle Erlebnisse, hatte ich bei einem Bewerbungsgespräch und alles war ganz super und jetzt sitze ich da und fühle mich eigentlich wie eine Maschine und niemand spricht mit mir. Das sind Dinge, da können wir sie begleiten, subjektiv ein bisschen ein Gefühl zu vermitteln. Mehr kann man da als Softwarehersteller nicht tun. Wichtig ist uns, ihnen da ein bisschen ein Gefühl zu geben, was Usability und so weiter anbelangt. Was wir aber auf jeden Fall können oder tun müssen, ist den Alltag zu managen. Und der Alltag, das ist ein sehr tolles Bild. Manche von Ihnen kennen das noch. Der Alltag heißt auch ein Stück weit, ich muss mich um Dinge kümmern, die nicht so populär sind. Niemand auf dieser Welt liebt Arbeitszeitaufzeichnungen. Gerade in Zeiten wie diesen ist das ein viel diskutiertes Thema. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, wie HR-Software sozusagen den Arbeitsalltag vereinfachen kann. Weil natürlich mit Self-Service-Komponenten für Sie die Chance entsteht, den Mitarbeiter ein bisschen mit einzubinden in die Prozesse, Zeitwirtschaft und auch Abwesenheitsmanagement ein Stück weit zum Führungsthema zu machen. Dass sie einfach prozessgesteuert Zeitmanagement machen. Ja. Wichtig ist uns dabei, die Systeme basieren sehr stark auf Vertrauen. Ein Grundsatz, den ich immer wieder predige, ist, ohne Vertrauen funktionieren solche Systeme nicht. Jetzt haben wir als Softwarehersteller natürlich die Chance, wenn man davon ausgeht, dass sehr viele Mitarbeiter, wenn man zum Beispiel an Homeoffice denkt, gibt es Faktoren oder unterstützende Themen, die man mit Software sehr gut lösen kann. Zum Beispiel, man erinnert die Mitarbeiter, sie mögen jetzt auf Pause gehen. Ja. Es gibt halt leider da vom Gesetzgeber her sehr viele Vorschriften, die einzuhalten sind. Wir diskutieren sehr häufig in der Projektierung darüber, ist es notwendig, dass sich der Mitarbeiter ein- bzw. ausstempelt, wenn er rauchen geht. Da kommen halt dann die Kaffeetrinker dazu und sagen, das kann nicht sein. Oder die Raucher sagen zu den Kaffeetrinkern, der trinkt aber 3 Kaffee und die rauchen nur 5 Zigaretten. Das sind Themen, die uns seit Jahrzehnten beschäftigen. In Zeiten des Homeoffices ist es insofern spannend, weil man sich natürlich die Frage stellen muss, was passiert, wenn das Kind an die Tür klopft? Was passiert, wenn es an der Tür läutet? Unterbreche ich meine Arbeit? Da gibt es auch klare Vorgaben und Vorlagen seitens der Arbeitskammer. Dazu komme ich später ganz kurz. Wie Sie wissen, helfen Systeme bzw. saubere Arbeitszeitaufzeichnungen, sich vor dem Gesetzgeber zu schützen. Ich möchte aber in dem Zusammenhang nochmal erwähnen, weil das Thema, ich habe es anfangs erwähnt, sehr oft missverstanden wird. Mit Missverstehen meine ich, dass viele Unternehmer glauben, wenn sie ein Produkt oder eine Software einsetzen, um Zeitmanagement zu machen, dass sie damit ein Stück weit Kontrollding kriegen, dass ihnen sozusagen die Sicherheit gibt, wenn der Kollege dann seine Kommenbuchung gemacht hat, dann ist er am Arbeiten. Wir wissen heute, und Sie wissen das als HR-Experten, natürlich Anwesenheit heißt nicht unbedingt, dass er einen Job macht. Es kann auch sein, dass der Kollege oder die Kollegin dann im Internet surft oder beim Fenster rausschaut. Da gibt es viele, viele Fälle oder viele Diskussionen. Wichtig ist mir in dem Zusammenhang ganz klar, wir Softwarehersteller geben ihnen ein Werkzeug an die Hand, wo sie sich sicher machen, sicher vor Strafen, die sind drakonisch, das wissen wir, beziehungsweise, und das wiederhole ich mich gerne, Kontrolle ist hier gut, Vertrauen ist Voraussetzung. Wenn Sie einem Mitarbeiter nicht vertrauen, haben Sie keine Chance auf einen Projekterfolg in der Ecke. Das ist mir extrem wichtig zu sagen. Es gibt natürlich auch, wenn ich an das Thema Frustration denke, viele Frustfaktoren, die es auszuräumen gilt. Wir als Softwarehaus haben natürlich auch
so unsere Themen. Trustfaktor ist natürlich Administration, ganz klar. Wir versuchen durch Automatismen, durch unterstützende Tools für Kommunikation, gerade wenn es auch um, wenn ich das Beispiel Bewerbermanagement zurückkommen darf, wenn es eine Flut an Bewerbungen gibt und sehr, sehr viel Arbeit, können wir natürlich unterstützen. Und auch wenn es um das Thema, jetzt nehmen wir das Beispiel Arbeitszeitaufzeichnung geht, dass wir sozusagen mit Automatismen helfen und ihnen, uns den Mitarbeitern, ein gutes Gefühl geben. Und um das geht es sehr stark. Das heißt, Selbstservice-Komponenten helfen auch, manche Themen zum Führungsthema zu machen. Sie kennen das, Manager haben immer wieder das Thema, dass sie nicht mit den Mitarbeitern sprechen, beziehungsweise, dass sie zu wenig Zeit dafür aufwenden, mit den Mitarbeitern zu reden. Wenn Sie Zeitwirtschaft zum Führungsthema machen, beziehungsweise Produkte, Komponenten als Selbstservice-Themen etablieren, haben Sie die Chance, dass da mehr Kommunikation da ist und dass sich auch die Mitarbeiter ernst genommen fühlen. Wenn die Frustration im Personalwesen ganz hoch ist, dann möchte ich an der Stelle anmerken, wir als Softwarehaus Infonica bieten auch BPO-Leistungen an. Das heißt, wenn Ihnen das alles zu viel wird, dann rufen Sie mich an. Ich mache Ihnen gerne ein Angebot, dass wir Ihnen gewisse administrative Tätigkeiten abnehmen, zum Beispiel Payroll oder sonst was. Natürlich stellen wir auch Software bereit, wenn es da Frustrationsthemen gibt. Zurück zum Thema Zyklus des Mitarbeiters. Ein drittes und letztes Thema möchte ich noch beleuchten. Dabei geht es mir um das Thema Bindung, Kompetenzaufbau bzw. Learning, das ein sehr entscheidendes ist. Ja. Was wir tun können als Softwarehersteller und was unsere Erfahrung ist aus den letzten 25 Jahren ist, wir schaffen es mit Software, Führungskräfte sozusagen, wir bemühen sie, Mitarbeitergespräche zu führen, das zyklisch und diese auch strukturiert zu führen. Das ist etwas, was wir können, was wir mit Software unterstützen können, weil dass es sinnvolle Fragen gibt, das kann man schon vorschreiben, aber ein Mitarbeitergespräch eine Struktur zu geben, ist extrem wichtig. Und was wir mit Software können, ist die Führungskraft, den Mitarbeiter zyklisch daran zu erinnern, dass er zu führen ist und auch sozusagen eine gewisse Messgröße damit zu schaffen. Worum geht es da? Es geht einerseits darum, den Mitarbeiter ein bisschen, der Mitarbeiterin ein bisschen Perspektiven zu geben, einerseits. Andererseits kennen wir das Thema der qualitativen und quantitativen Fähigkeiten, die einerseits zu erfragen, zu erheben sind und andererseits halt auch Perspektiven aufzuzeigen. Es ist ein Schlüsselfaktor im guten Personalmanagement, das wird uns immer wieder gesagt als Lieferant, das ist ein Schlüsselfaktor, Qualifizierung richtig zu haben. Ja. Und da geht es natürlich dann auch wiederum, komplexe Themen richtig aufzubereiten. Ein komplexes Thema ist, und das kennen Sie vielleicht alle, ist ein bisschen das Thema Qualifikationen, Qualifikationsmatrix, diese zu erheben, diese messbar zu machen und sehr stark natürlich Führungskräfte, Mitarbeiter in diese Prozesse mit einzubinden. Es hilft Ihnen nichts, wenn der Mitarbeiter sagt, ich kann das gut. Es hilft Ihnen sehr wohl viel, wenn Sie den Mitarbeiter fragen, aber das gut kann und die Führungskraft auch und Sie schreiben das in ein System, weil dann haben Sie zumindest eines, Sie wissen, ob sich der eine überschätzt oder vielleicht sogar unterschätzt wird. Das ist wichtig. Da können wir Sie mit Software richtig gut unterstützen, weil die Instrumente, die viele wahrscheinlich von Ihnen kennen, geben das einfach her. Auch da ist es extrem wichtig und ich habe wieder eine männliche Führungskraft, die mit einzubinden. Es hilft Ihnen auch nichts, wenn Sie als HR-Abteilung das alleine machen. Oftmals ist es, wenn man von 360 Grad Analysen und Feedbacks spricht, wichtig, mehrdimensional zu denken. Führungskräfte machen das auch gerne und häufig ist es so, dass die dann, wenn sie merken, sie können da ein Stückchen mitspielen, HR insofern unterstützen, dass sie dann auch ein Stückchen Treiber werden. Zusätzlich lieben die Führungskräfte, wenn man ihnen Software gibt, die Information, die darin steckt. Sehr gerne haben Führungskräfte Matrixen, grafische Darstellungen, wie gescheit ist mein Team und so weiter. Wir haben als Infonica den riesen Vorteil, dass wir ganz viele Personalthemen besetzen, auch natürlich Payroll,
wenn sie in unseren Systemen sind, schaffen wir natürlich tolle Vergleichszahlen, tolle KPIs, die wir dann der Führungskraft bereitstellen. Somit schaffen wir da sozusagen etwas, was die Leute ein Stück weit begeistern kann. Also ich spreche jetzt gerade die Führungskräfte an und somit auch den Schlüssel dafür, dass die auch mitmachen. Das heißt, ein Blick in die Zukunft zahlt sich jedenfalls aus. Und der Blick in die Zukunft mit ihren Mitarbeitern sehr wohl. Im Lebenszyklus eines Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens stellt sich natürlich immer die Frage, wann soll er enden, beziehungsweise was passiert, wenn er endet. Da gibt es natürlich zwei Sachen, die passieren können. Einerseits, Mitarbeiter kündigt und geht woanders hin, da beginnt dann das Thema bei Hockeyfy wieder oder im Recruiting. Andererseits, Pensionierung ist auch ein Thema, das ist das schöne Thema, wenn jemand in den Ruhestand tritt. Auch da liefern wir als Softwarehersteller Werkzeuge für Nachfolgeplanung, wo sie recht leicht rausfinden, was braucht es, um den richtigen Kandidaten für den nächsten Job zu finden. Sehr geehrte liebe Zuhörer, es ist unbeschritten, Mitarbeiter, die Spaß haben, die sich wohlfühlen, die machen auch einen guten Job. Wir wissen auch alle aus unterschiedlichsten Studien und Berichten, dass Fluktuation richtig teuer ist. Fluktuation schwer messbar, aber es gibt doch eine Studie, die ich gefunden habe, weil es mich einfach interessiert hat, weil immer wieder gefragt wird, was erspare ich mir da, und Geld ist immer sozusagen ein Lockmittel als Vertriebsmensch, dass man sehr gerne, diese Karte zückt man sehr gerne. Ich habe eine Studie von Deloitte gefunden, die sozusagen Fluktuation ein Stück bepreist. Deloitte redet davon, dass es circa 15.000 Euro sind, die ich als Unternehmen verliere, wenn ich sozusagen ungewollt Wissen verliere. Und wobei das, schreiben Sie auch, das ist schwer zu bepreisen. Was Sie aber bepreisen können, ist das Geld, das mir verloren geht und das mir eine Neubeschaffung, eine Selektion, eine Suche und so weiter kostet. Und das ist eigentlich entscheidend. Liebe Zuhörer, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir Software unterstützen können. Software eröffnet sehr viele Möglichkeiten, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Das hat Ihnen auch der Daniel sehr stark gezeigt, was da heute möglich ist. Software hilft Ihnen auch, die richtigen Mitarbeiter zu behalten, ein Stück weit. Da geht es halt jedenfalls darum, die richtigen Maßnahmen zu setzen und die Frustrationsfaktoren vielleicht frühzeitig zu erkennen und Ihnen da Instrumente an die Hand zu geben. Was wir auch tun und was Software auch unterstützen kann, ist, administrative Aufgaben zu verringern und mehr Transparenz zu schaffen. Alles unter dem Motto, und da wiederhole ich mich sehr gerne, Kontrolle ist sehr, sehr wichtig, Vertrauen ist Voraussetzung. Bleiben Sie glücklich. Unter dem Motto möchte ich sozusagen meine Präsentation beenden. Ich bin ganz knapp in der Zeit, es ist 10.48 Uhr. Und gebe jetzt das Wort vielleicht weiter an den Daniel. Hallo. Ja, super. Danke, Martin, für die spannenden Insights. Jetzt hätten wir nur ein paar Minuten, obwohl ich überzogen habe, dass wir Fragen beantworten. Das heißt, einfach entweder in den Chat reinschreiben oder natürlich einfach gibt es eine Fragen-Antwort-Section, glaube ich, die man auch verwenden kann. Machen wir da mal beides auf. Genau. Ich erlaube mir das Bild vom glücklichen Mitarbeiter da stehen zu lassen. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Perfekt. Was mich vielleicht gleich mal interessieren wird, Martin, wie ist das, wenn man jetzt, sage ich mal, schon ein anderes Bewerbermanagementsystem nutzt und man möchte jetzt Funktionalitäten nutzen von Infonica, die nicht oder die darüber hinausgehen. Muss man sozusagen das Gesamte ersetzen oder kann ja Teile verwenden? Danke für die Frage, die kommt natürlich sehr, sehr oft. Natürlich freut es uns, wenn Sie unser Bewerbermanagement nutzen, nachdem Sie mit Hockeyfy den richtigen angesprochen haben. Wenn dem nicht so ist, natürlich, unser System ist modular gebaut, das hat auch das grüne Bildchen gezeigt, dass wir versucht haben, natürlich diesen Zyklus ein bisschen in Software-Module zu übersetzen.
Aber ja, ist natürlich möglich, dass wir den Prozess später aufnehmen. Ja, perfekt. So, schauen wir mal. Gibt es Fragen zu vielleicht an den Martin, die ich weitergeben kann? Die einfach bitte in den Chat, vielleicht sehe ich es gerade da nicht. Oder natürlich auch an mich, an digitale Kandidatenansprache, E-Recruiting. Eine Frage noch, Martin, weil es mir ab. Oder ja, da haben wir jetzt zwei Fragen, ja. die gerade reinkommen. Hast du das ready, die Software? Dass du weiter, die nächste Frage wäre es möglich, einen Blick in die Software von Infonica zu werfen? Ich habe es ganz bewusst vermieden, weil die meisten Softwarepräsentationen natürlich eines zeigen, es wird über Features sehr viel geredet. Ich habe versucht, mich ein bisschen anzupassen und sehr stark diese Philosophie herauszukehren. Aber natürlich jeder, der möchte, soll mich anschreiben und ich gebe ganz individuell Einblick in die Software. Okay. Und bietet ja E-Learning an, das hast du ja eh erwähnt eigentlich. Ja, ich habe es erwähnt. Das ist eines unserer stärksten Module. Da sind wir sehr, sehr erfolgreich und ja, das bieten wir auch an. Und wie genau kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das aus Mitarbeitersicht? Gibt es einfach verschiedene oder aus Arbeitgebersicht, was ich freigeben kann? Oder muss ich den Content, kann ich auf Content zurückgreifen, den es schon gibt? Oder? Beides in Wahrheit. Also wir nennen das in Summe Learning Management. Warum? Weil es natürlich, es gibt E-Learning-Kurse, die wirklich E-Learning ist. Das heißt, da klickt man sich durch, da beantwortet man Fragen und so weiter. Das ist eine Art der Weiterbildung, die sehr digital auf digitalen Themen basiert, also digital abzuarbeiten ist, so meine ich es. Und Learning in Summe heißt, dass wir als Unternehmen natürlich eine Plattform bereitstellen, die sehr stark davon getrieben ist, die intern zu nutzen und Angebote, und ich habe es erwähnt, machen Sie Ihren Mitarbeitern Angebote. Das heißt, über eine Self-Service-Komponente sieht der Mitarbeiter jederzeit, welche Seminare gibt es, welche sind veranstaltet, wo kann ich mich anmelden, beziehungsweise die Führungskraft kann natürlich das Gleiche tun und sagen, ich habe nach dem Mitarbeitergespräch die Erkenntnis, mein Kollege, mein Mitarbeiter, mit dem habe ich darüber geredet, der macht jetzt irgendeine Ausbildung. Also beides unterstützen wir als Softwarehersteller. Da passt jetzt die nächste Frage nur dazu. Gibt es ein Mitarbeiterinterface, wo man sich einloggen kann sozusagen? Ja, ich habe es mehrmals angesprochen. Wir haben eine sehr starke Self-Service-Komponente. Das heißt, es gibt in unserer Software-Suite Infonica One eine Landing-Page. Und diese Landingpage gibt dem Mitarbeiter die Möglichkeit, einerseits am Beispiel der Stempeluhr Zeitwirtschaft zu machen und Buchungen abzusetzen, aber andererseits natürlich auch das Kursangebot einzusehen, sich für Kurse anzumelden und auch diverse E-Learnings abzuarbeiten. Aber auch natürlich banale Dinge wie einen Bezugsnachweis anzusehen oder einen Urlaubsantrag zu stellen oder seine Daten zu sehen. Solche Dinge. Das ist für uns völlig normal und Self-Service ist im HR-Umfeld auch mittlerweile State of the Art und völlig normal. Und die Frage, die noch angehängt war, ob es eine Demo zu sehen gibt. Also ich glaube, sind alle ganz neugierig in die das Software. Freut mich. Dann habe ich dann doch ein bisschen das Interesse geweckt. Also da möchte ich wirklich sehr gerne mir die Zeit nehmen und mit jedem Einzelnen, der was sehen will, eine Session machen und natürlich die Software vielleicht live zeigen. Sehr, sehr gern. Ich glaube, heute die 20 Minuten hätten nicht ausgereicht und ich wollte einfach keine Folien mit Screenshots zeigen. Also bitte einfach, wenn es da Interesse gibt, auf jeden Fall. Das freut mich natürlich sehr. Entweder in den Chat noch kurz reinschreiben oder sonst einfach im Nachgang schickt man natürlich die Aufzeichnung, die Präsentation und die Kontaktdaten von Martin und von mir nochmal aus, wo man individuell noch Fragen stellen kann oder eben einen Termin für Demo für die Software sie vereinbaren kann.
Ich scheue keinesfalls, die Software zu zeigen, also bitte nicht missverstehen. Ich denke, ich nehme natürlich sehr gern die Zeit und ich will auch natürlich jeden kennenlernen, der sich dafür interessiert, Tools dieser Art einzusetzen, weil es gibt kein Patentrezept. Das heißt, unsere Software ist so vielfältig, da reicht man meistens, wenn man nicht vorher sich ein bisschen abstimmt und miteinander redet, nicht alle. Darum ist es mir lieber, ich kann wirklich auf Wünsche eingehen. Ja. Perfekt. Ja, Spitze, Martin, hast du noch irgendeine Botschaft, die du gerne mit den Zuhörern teilen möchtest? Meine Botschaft ist, bleiben Sie glücklich. Und hat Spaß gemacht. War meine erste Präsentation so im Web, muss ich sagen. Ich habe versucht, mein Hemd anzuziehen und möglichst sympathisch zu wirken. Ich hoffe, das ist gelungen. Danke an dich, Daniel. War auch sehr sympathisch. Coole Story, Hockeyfy. Gratulation. Uns verbindet ja etwas. Unsere beiden Unternehmungen sind irgendwie, ich hab gelesen, Hockeyfy kommt von Hocken, ne? Also oberösterreichisch. Genau. Unser Zentrale ist auch in Wales. Also wir sind auch Oberösterreicher. Aber ich sitze da in der Mitte irgendwo zwischen Wien und Linz. Ich bin da in der Nähe der Brauerei gerade. Sehr gut. Ja, Spitze. Also wenn es noch weitere Fragen gibt, bitte jederzeit im Nachgang auf uns zukommen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Freue mich schon auf die nächsten Sessions wieder. Wir haben jetzt dann ein Webinar bei Hockeyfy zum Recruiting Trends 2021. Im Februar, also gerne wieder auf unserer Webseite dafür anmelden, wenn daran Interesse besteht, und wünsche auf jeden Fall einen ganz schönen Tag, sonnige Grüße heute aus Wien und bis bald. Tschüss. Auf Wiedersehen allerseits. Tschüss.